Moin Leute, hallo, wie geht's euch? Ja, hier ist wieder YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und für euch habe ich ein Thema vorbereitet, was, denke ich mal, viele interessieren wird. Und zwar, es geht um den wunderschönen, hässlichen, kleinen Hacker Rambo. Rambo, da habe ich schon mal was gehört davon, von Commander Gregor und dass er gerne hackt. So, also ich unterscheide immer zwischen zwei Let's Player oder Kommentatoren oder zwei Arten von Menschen. Der Idiot und der, ja, der Gute. So, Rambo ist nicht der Gute, das Schlechte. Warum? Weil er einfach ein schlechtes Vorbild ist und das erzähle ich euch jetzt mal im Video. Also, ich habe neulich mal ein bisschen YouTube geguckt und habe mal Rambo eingegeben. So, da bin ich auf so einen YouTuber gestoßen, der hat Rambo getroffen bei so einem Abo-Treff in Stuttgart. Und als er da angekommen ist, erstmal Rambo, Zigarette an, rein, lecker, lecker Tabak. Nein, 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 Rambo, du bist mal kein Vorbild. Ich war natürlich ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe, dass Rambo eine Zigarette angezündet hat bei seinen minderjährigen Fans. Finde ich nicht in Ordnung, ist absolut kein Vorbild. Und als er dann am Bahnhof angelangt, also als die ganzen Leute da... Abos, Rambo am Bahnhof angelangt sind, spuckt doch Rambo tatsächlich auf den Bahnsteig. Jetzt frage ich euch mal ganz ernsthaft, hätte Commander Krieger das gemacht? Nein. Warum nicht? Weil Commander Krieger im Kopf reif ist. Reif, reif, mit reif meine ich reif. Der ist einfach reif, der hat einfach Ahnung und ja, hat einfach schon eine Geschichte hinter sich. Der hat schon auf der AIDA gearbeitet. Der hat schon mit richtigen Menschen, mit richtigen Kollegen gearbeitet. Der weiß, was Freundschaft ist. Das weiß natürlich Rambo nicht. Weil Rambo, was hat denn der für Freunde? Hacker oder was? Also ich weiß nicht. Also mit Rambo wäre ich nicht gern befreundet. Oh, sogar Sieg erzielt, Leute. Also Leute. Das war meine Meinung zu Rambo. Meine Meinung zu Commander Krieger. Commander Krieger, du bist ja der Größte, den es gibt. Und ja, jetzt sagen wir mal ciao, bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Ciao.